gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. So steht's geschrieben in Artikel 151 der Bayerischen Verfassung. Na dann! Auf! Zum Gemeinwohl! Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, Andrea Behm und Reinhard Schwarz, begrüßen Sie ganz herzlich auf Radio LoRa 92.4 und freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Heute werden wir uns näher mit der Kritik an der Gemeinwohlökonomie beschäftigen. Die Wirtschaftskammer der Steiermark moniert zum Beispiel, die Gemeinwohlökonomie würde Gewinn und Wachstum zu einem Feindbild aufbauen und sogar kommunistische Elemente enthalten, weil sie das Eigentum begrenzen wolle. Franz Josef Radermacher, Informatikprofessor an der Uni Ulm und Vertreter einer ökologischen Marktwirtschaft, wiederum meint, die Gemeinwohlökonomie würde Freiheitsrechte gefährden, die Innovationskraft der Wirtschaft reduzieren und damit eine nachhaltige Entwicklung verhindern. Andere sehen in der Gemeinwohlökonomie einen Frontalangriff auf die soziale Marktwirtschaft. Und anderen wiederum geht die Gemeinwohlökonomie nicht weit genug. Sie kritisieren, sie sei zu marktkonform, weil Unternehmen in einer Gemeinwohlökonomie immer noch gern und gut verdienen und Gewinne machen dürfen, auch wenn ihr Eigennutz nun rückgekoppelt werden soll an das Gemeinwohl. Einige der Kritikpunkte wollen wir in der heutigen Sendung aufgreifen und uns mit ihnen auseinandersetzen. Zunächst hören wir dazu ein Interview mit Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin bei der Berliner Tageszeitung Taz, das wir vor der Sendung geführt haben. Später sprechen wir live zum Thema mit Christian Felber, dem Mitbegründer und Impulsgeber der Gemeinwohlökonomie. Ulrike Herrmann arbeitet seit fast 20 Jahren für die Taz. Daneben ist sie Buchautorin. Gerade ist unter dem Titel Deutschland ein Wirtschaftsmärchen, warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind, im Westend Verlag ihr neuestes Buch erschienen. Darin entlarvt sie die gängigen Mythen über das deutsche Wirtschaftswunder und seinen vermeintlichen Vater Ludwig Erhard und beleuchtet kritisch die Zauberformel von der sozialen Marktwirtschaft. Zunächst noch ein paar Worte zur Taz. Sie ist ein selbstverwalteter Betrieb mit 250 Mitarbeitenden und gehört über 19.000 GenossInnen. Bereits 2015 hat sie eine Gemeinwohlbilanz erstellt und dabei 395 von 1.000 möglichen Punkten erzielt. Einige Schlaglichter zur Situation der Taz heute. Das neue Taz-Haus, das 2018 bezogen wurde, ist CO2-neutral. In der Tiefgarage gibt es nur Parkplätze für Fahrräder, nicht für Autos. Ein Tarifvertrag gilt für die Taz nicht. MitarbeiterInnen verdienen nur etwa ein Drittel bis die Hälfte des Tariflohnes. Ein Teil der Beschäftigten ist unzufrieden damit, weil sie sogar auf Nebenjobs angewiesen sind. Ein anderer Teil nimmt den Umstand hin, weil die inhaltliche Ausrichtung der Zeitung und der hohe Grad an Autonomie das geringe Einkommen aufwiegen. Die Spreizung zwischen niedrigstem und höchstem Einkommen liegt beim Faktor 2,2. Die Taz macht in den meisten Jahren keinen Gewinn. Die GründerInnen der Taz im Jahr 1978 waren der Meinung, ihre Zeitung sei als Mutter aller Start-ups, wie die Zeit sie einmal nannte, gewissermaßen auch die Mutter aller gemeinwohlorientierten Unternehmen, weil für die Taz Journalismus kein kommerzielles Geschäftsmodell, sondern vielmehr ein politisches und publizistisches Anliegen sei. Wir haben Ulrike Herrmann zunächst gefragt, was ist für Sie die Taz? Ja, also die Taz ist eine Genossenschaft, also das ist ja einzigartig, dass eine Zeitung ihren Lesern gehört und kein Verleger da aus kommerziellen Interessen Einfluss nehmen kann. Und natürlich ist es auch inhaltlich so, dass die Taz versucht, vor allen Dingen ökologische und soziale Themen nach vorne zu bringen. Es ist eben kein kommerzielles Geschäftsmodell. Es geht nicht ums Geldverdienen, oder? Na, das ist jetzt so einfach natürlich nicht. Also auch wir haben Kosten.
Das heißt, natürlich kann so eine Zeitung nur überleben, wenn sie zumindest eine schwarze Null schreibt. Mhm. Und eigentlich wäre es aus der Sicht der Taz-Mitarbeiter schön, wenn wir auch noch mehr Geld verdienen würden. Denn es ist ja so allgemein bekannt, dass man bei der Taz ungefähr nur die Hälfte vom Tariflohn im Journalismus verdient. Ganz einfach, weil eben nicht mehr Geld da ist. Aber natürlich würde jeder Taz-Mitarbeiter gerne normal verdienen. Mhm. Oder nochmal anders gesagt, mit dem Taz-Gehalt könnte man in München nicht leben. Mhm. Es ist kein Zufall, dass die Taz in Berlin sitzt. Nicht? Das war sozusagen auch Teil dieses Geschäftsmodells. Denn dann, als die Taz gegründet wurde, 1978, stand ja hier noch die Mauer. Ja. Es gab Subventionen und vor allen Dingen war das Leben in Berlin auch billig. Mhm. Also sonst gäbe es die Taz sowieso nicht. Wir können also Geld nicht völlig ignorieren. Vor 4 Jahren hat die Taz eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Danach keine zweite oder dritte mehr. Warum eigentlich nicht? War es also so schlimm? Also ich glaube, also da bin ich jetzt überfragt. Das müssten Sie dann bei uns im Management fragen. Also ich bin ja hier nur die Wirtschaftsredakteurin. Mit solchen Entscheidungen habe ich überhaupt nichts zu tun. Aber ich würde mal denken, dass eine Gemeinwohlbilanz einfach gereicht hat, denn unser Geschäftsmodell hat sich ja überhaupt nicht geändert und auch unsere Ausgaben nicht. Also warum soll man denn jedes Jahr das Gleiche zertifizieren? Auf jeden Fall waren wir ganz stolz darauf, dass wir nach der Gemeinwohlökonomie zertifiziert sind. Ja, das mag schon sein, dass Ihr Geschäftsmodell sich nicht geändert hat, aber Sinn und Zweck einer Gemeinwohlbilanzierung ist ja, mal tiefer in die Abläufe eines Betriebes, eines Unternehmens zu gucken und zu schauen, wo sind Schwachstellen, wo können wir uns verbessern. Hat das bei der Taz dann nicht zu nachhaltigeren Debatten bei dem einen oder anderen Punkt? Also ich denke da nur so am Betriebsrat und mehr Regularien zur Absicherung von Arbeitszeit oder so. Hat das dazu nicht geführt? Nee, überhaupt nicht, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also bei uns hat diese Gemeinwohlzertifizierung keinerlei internen Diskussionen ausgelöst. Aber das liegt ja, glaube ich, daran, dass es in der Tat sowieso so ist, dass eigentlich jeder weitgehend machen kann, was er richtig findet. Also es gibt hier eigentlich keine Hierarchie. Es gibt natürlich unterschiedliche Aufgabengebiete und es gibt auch Ressortleiter, die die Planung in der Zeitung koordinieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein Ressortleiter seine Mitarbeiter anweisen könnte, nicht so richtig hierarchisch mit Disziplinarmaßnahmen und so ähnlich, was er jetzt schreiben oder machen soll. Insofern ist aus meiner Sicht sozusagen ein Betriebsrat in der Taz eher ein Moderator, um Themen natürlich strukturiert anzugehen. Aber es ist nicht so, dass man jetzt hier gegen einen ausbeuterischen Kapitalisten kämpfen würde, ganz einfach, weil es den ja gar nicht gibt. Ja. Sie haben 2016, Ulrike Herrmann, auf dem 5. Geburtstagsfest der Gemeinwohlökonomie in Wien gesagt, die Gemeinwohlökonomie könne den Kapitalismus nicht ändern und nicht die Brücke sein zwischen ihm und einer sozialökologischen Kreislaufwirtschaft. Warum eigentlich nicht? Ja, also damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen, würde ich gerne vorab sagen, dass ich diese Idee von der Gemeinwohlökonomie wirklich wichtig finde. Mhm. Was man nicht machen darf, ist, die Vision mit dem Weg zu verwechseln. Mhm. Nicht? Also es ist völlig klar und unbestritten, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Nicht? Das geht nicht. Und es ist auch klar, dass Deutschland im Augenblick so tut, als könnte es 3 Planeten verbrauchen, gibt aber nur 1 Planeten. Und dass das jetzt noch nicht komplett zusammenbricht, das Gesamtsystem, liegt ja nur daran, dass andere Kontinente wie Afrika oder Asien ihren Teil am Planeten noch nicht komplett ausreizen. Mhm. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit und vor allen Dingen muss man sich ja klar machen, dass wenn man weiterhin so wächst wie Deutschland und man braucht, um den Kapitalismus zu stabilisieren, ungefähr ein Wachstum von 1,7% pro Jahr, dann hat man seine eigene Wirtschaftsleistung in 40 Jahren verdoppelt. Wenn wir so weitermachen, sind wir in 40 Jahren bei 6 Planeten. Schon da sieht man, dass wir absolut an ein Ende angekommen sind. Und das ist ja etwas, was Christian Felber auch thematisiert. So, das Problem taucht dann an einer Stelle auf, die meistens komplett umgangen wird und ignoriert wird. Nämlich auf der einen Seite haben wir jetzt den Kapitalismus, der dynamisch wächst und auch wachsen muss, um stabil zu sein. Und auf der anderen Seite haben wir die Vision von einer Postwachstumsökonomie und einer ökologischen Kreislaufwirtschaft, wo man eben nur noch verbraucht, was man auch recyceln kann. So, aber das Problem taucht auf,
erst bei der Brücke, also bei der Frage, wie kommt man von einer kapitalistisch wachsenden Wirtschaft zu einer Postwachstumsökonomie, zu einer Kreislaufwirtschaft, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert und dann eben am Ende, weil die Leute perspektivlos sind, Angst haben, eine Diktatur sozusagen ermöglicht, weil ein rechtsradikaler Führer dann verspricht, unter ihm würde alles besser. Ja. So, und für diesen Übergang gibt es bisher eigentlich keine Modelle. Genau, Sie sagen immer, wir rasen mit 100 Stundenkilometer auf eine Mauer zu und keiner berechnet den Bremsweg. Ja, so, genau. Das heißt, so Sie appellieren, bitte Leute, richtet sowas wie Transformationsforschungsinstitute ein. Genau. Gibt es denn sowas noch nicht? Und wenn ja, oder wie müsste sowas aussehen? Was wäre da Ihre Vorstellung? Wie könnte man diese Brücke bauen? Die Vertreter der Degrowth-Bewegung sind oft ganz empört, dass ich sage, wieso diese Forschung gibt es noch nicht. Aber das liegt daran, dass aus meiner Sicht eben missverstanden wird, was man da erforschen muss. Mhm. Vielleicht nochmal zurück zu Christian Felber. Da wird nämlich das Dilemma sehr sichtbar. Also Christian Felber denkt ja auch, er hätte den Übergang schon gefunden, indem er eben an Unternehmen Zertifikate verteilt. Mhm. Und die Taz, wie gesagt, hat ja auch so eine Zertifizierung. Nur das Problem ist natürlich, dann kann man alle möglichen kleinen Betriebe wie die Taz, wie Bioläden, Biohöfe, alternative Copyshops und so, die kann man dann alle mit so einem Zertifikat ausrüsten, weil sie tatsächlich sozial und ökologisch sind. Mhm. Aber die großen Unternehmen in Deutschland, die kann man natürlich nicht zertifizieren, weil die eben auf keinen Fall jemals ökologisch werden. Also das sind dann die Automobilfirmen, das sind die Flughäfen, das sind die Schifffahrtslinien. Mhm. Also Sie würden sagen, in dem Moment, wo es der Gemeinwohlökonomie gelänge, ein DAX-Unternehmen wie Siemens, BMW, Allianz, Münchner Rückversicherung zur Bilanzierung zu gewinnen, dann hätten wir den Schritt vielleicht geschafft? Nee, eben nicht. Eben genau, nicht. Das ist der Punkt, auf den ich zusteuern will. Das Problem ist, das ist ja kein Zufall, dass die Autobauer oder auch die Münchner Rück nicht ökologisch sind. Es bringt nichts, von unten anzufangen. Also das sind alles politische Signale und da sind sie auch wichtig, aber keine ökonomische Lösung. Man müsste diesen Übergang makroökonomisch für die Gesamtgesellschaft auf einen Schlag modellieren. Mhm. Und um das vielleicht nochmal konkret zu machen, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie so eine Kreislaufwirtschaft aussieht, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann, dann ist eins ganz klar. Das private Auto hat da keine Funktion mehr, weil Autos verbrauchen zu viel Umwelt und zu viele Rohstoffe. Mhm. Das gilt in jeder Variante. Also auch das Elektroauto ist ja ein Witz, also weil es natürlich enorm viel Rohstoffe verbraucht. So, aber wenn jetzt es gar keine Autos mehr gibt und natürlich auch keine Flughäfen mehr, dann braucht man auch keine Leute, die PR machen. Eigentlich braucht man auch keine Versicherungen mehr. Man braucht auch keine Reisebüros mehr. Das heißt, Millionen von Leuten wären sofort arbeitslos. Kompletter Stillstand klingt. Ja, wenn man jetzt mal versuchen würde, hier umzusteuern. Das heißt, diese Art von Umstieg bekommt man nur hin, wenn alle in der Bevölkerung ganz sicher sind, dass sie auch künftig Einkommen haben. Mhm. Und dann muss natürlich geklärt sein, ja, wo soll denn dieses Einkommen herstammen? Und das muss man modellieren für jeden Tag. Man kann nicht sagen, ach, in 20 Jahren haben wir die Postwachstumsökonomie und bis dahin ist uns egal, was aus den Leuten wird. Denn die haben auch VW-Mitarbeiter, wollen für die Rente sparen, die haben Kinder, die haben Häuser gebaut. Das heißt, die brauchen Einkommen. Mhm. Und wenn man ihnen nicht sagen kann, wo dieses Einkommen herkommen soll, wird sich politisch genau gar nichts bewegen. Und natürlich werden wir jede Menge Klimaschutzpläne haben. Da werden Tonnen von Papier produziert zum Thema Pläne. Nur es wird alles nie umgesetzt in der Form, dass es tatsächlich Wirkung hätte, weil man ja diese Einkommensfrage nicht beantworten kann. So, und diese makroökonomische Planung, die gibt's nicht. Und die kann sozusagen ein Konzept wie die Gemeinwohlökonomie nach Ihrer Ansicht, die ja eher an der betriebswirtschaftlichen, mikroökonomischen Ebene ansetzt, genau, auch nicht liefern. Genau, das ist genau das Problem, dass diese Gemeinwohlökonomie denkt, Betriebswirtschaft sei das gleiche wie Volkswirtschaft. Und das ist eben grundsätzlicher Irrtum, nicht? Also die Summe aller Unternehmen ist noch nicht das Ganze, sondern die Volkswirtschaft als Ganzes funktioniert nach anderen Gesetzmäßigkeiten als das einzelne Unternehmen. Und deswegen muss man eben auch bei der Volkswirtschaft ansetzen. Und trotzdem hat ja die Taz jetzt einfach, um auch den Gedanken des Wandels in der Wirtschaft anzustoßen, weiterzutragen, eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Das war wahrscheinlich einfach getragen von dem Wunsch, eben doch Bewusstsein mitzuschaffen bei der Leserschaft, bei den Verbrauchern, bei vielleicht anderen Unternehmen, die sich Gedanken machen, wie können wir anders wirtschaften, weil irgendwo müssen wir ja auch anfangen.
Ja, genau. Also der Punkt ist, und deswegen möchte ich jetzt Christian Felber auch gar nicht kritisieren, es ist ja ganz wichtig, solche Aktionen durchzuführen. Auch Greta Thunberg ist wichtig. Jeder, der sich mit Klimaschutz beschäftigt, ist wichtig. Aber das ist bisher nur ein politisches Signal von der Bevölkerung zu sagen, wir wollen den Umstieg, wir wollen den Wandel. Es ist aber noch nicht die ökonomische Lösung. Das muss man eben auseinanderhalten. Aber das diskreditiert diese ganzen politischen Initiativen überhaupt nicht. Ne? Die sind wichtig. Nur ich glaube, viele Leute sind ja auch schon ein bisschen frustriert und verzweifelt. So nach dem Motto, jetzt demonstrieren wir schon ganz lange und die Grüne Partei gibt es ja auch schon seit über 40 Jahren und es ändert sich nicht. Genau. Und das muss man verstehen. Warum tut sich eigentlich nichts? Das bringt jetzt nichts, immer nur zu sagen, ja, die Menschen sind gierig und die Politiker sind korrupt. Das ist eben ein bisschen unterkomplex. Sondern man muss eben genau hingucken, ja, wo entsteht eigentlich die Schwierigkeit? Wo sehen Sie denn dann aber, dass die Volkswirtschaft Ansätze liefert, um umzusteuern? Ja, das ist eben das absolute Drama, dass die Volkswirte leider eine völlig falsche Theorie haben. Es dominiert ja weltweit, also 85% aller Lehrstühle sind von dieser Richtung besetzt. Es dominiert weltweit eine Richtung, die heißt Neoklassik oder der normale Bürger kennt das als neoliberal. Und das ist eine dramatisch dämliche Theorie, weil es schon damit anfängt, dass die nur Gleichgewichtsmodelle betrachten, weil nur diese Modelle sind mathematisch modellierbar und Mathematik ist ganz wichtig. Das heißt, die können gar nicht dynamisch denken. Damit fängt es schon an. Dann das nächste ist, dass auch diese Neoklassik immer beim Unternehmen anfängt und dann das heißt sagen Mikrofundierung. Man will von unten vom Unternehmen nach oben kommen. Das ist aber genau die falsche Richtung, wenn man jetzt versucht, den Gesamtumstieg zu modellieren. Und dann ist es einfach auch so, dass die ganz wesentliche Komponenten der Wirtschaft gar nicht abbilden können mit ihrem Modell. Das fängt schon an mit so wichtigen Dingen wie Geld, Gewinn, Technik, Investitionen, Spekulation. Nichts davon kommt in diesen Modellen im Kern vor. Und weil die ganzen Volkswirte mit dieser völlig falschen Theorie sozialisiert werden in den Universitäten, können die dann also die wichtigen Themen gar nicht machen. Oder um das nochmal andersrum aufzuziehen, wenn man jetzt Laien fragen würde, nicht auf der Straße, ganz normale Menschen, ja sagen Sie mal, was glauben Sie denn, was Volkswirte erforschen müssten? Dann glaube ich, würde jeder Laie auf drei Themen stoßen, nämlich Finanzkrisen, soziale Ungleichheit und die ökologische Frage. Und das Interessante ist, dass der herrschende Lehre der Ökonomie macht alle drei Themen nicht. Auch nicht in dieser für uns immer so wie eine Monstranz getragene soziale Marktwirtschaft. Weil das ist das, was wir von der Gemeinwohlökonomie eben auch immer wieder erleben, dass uns vorgeworfen wird, wir seien ein Totalangriff auf diese soziale Marktwirtschaft. Und diese soziale Marktwirtschaft, die wir ja heute haben, lässt sich ja auch in das System der Neoklassik und des Liberalismus einordnen, oder nicht? Ja, natürlich. Also die soziale Marktwirtschaft, um jetzt mal selber Werbung für mein Buch zu machen, ich habe gerade ein Buch geschrieben Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen, wo das mit der sozialen Marktwirtschaft und was das für ein Unsinn ist, auch nochmal ausführlich erklärt wird. Die soziale Marktwirtschaft gibt es in dieser Form überhaupt nicht. Also daran ist eigentlich alles falsch. Also das eine ist ja die Idee, die damit angeblich zusammenhängt, wir hätten eine besondere soziale Gesellschaft, die dann eben auch für jeden sorgt. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, dann ist es eben so, dass die Mittelschicht im Wesentlichen für sich selbst zahlt. Also es gibt diese Umverteilung von oben nach unten gar nicht, sondern wenn es drauf ankommt, zahlt die Mittelschicht eben auch für die Armen, aber die Reichen sind weitgehend entlastet. Das sieht man ja auch an den Zahlen. Also es ist einfach so, dass das reichste 1% in Deutschland, das oberste Hundertstel, hat schon 33% des Volksvermögens. Und unten kommt eigentlich nichts an, nicht? Also die unteren 70%, also die gesamte Unterschicht und eigentlich auch die gesamte Mittelschicht, kommen gemeinsam auf 11% des Volksvermögens. Da sieht man ja schon, dass nur die obersten 30% überhaupt irgendwas haben. So, und das andere an dieser Idee von der sozialen Marktwirtschaft ist ja eben dieser Begriff Marktwirtschaft. Und da wird dann immer gesagt, ja, es gibt ja so viel Wettbewerb und deswegen ist garantiert, dass der Beste sich durchsetzt, der Leistungsfähigste dann eben auch am Ende gewinnt. Auch das stimmt nicht, sondern Deutschland ist ein Land, in dem die Großkonzerne herrschen. Also kann man auch in den Zahlen sehen. Weniger als 1% der Firmen kontrollieren 67% des Umsatzes. Und das ist auch nicht neu, sondern dieses System reicht eigentlich. Schon.
Ja, kennen wir alles schon, reicht bis 1870 zurück, als der Hochkapitalismus in Deutschland ankam. Und jetzt ist ja eigentlich nur die Frage, okay, warum hat man diesen Begriff soziale Marktwirtschaft überhaupt erfunden, wenn er ja die Wirklichkeit gar nicht beschreibt? Und da muss man einfach sagen, das hatte ganz wesentlich mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Mhm. Also, weil die Realität nach dem Krieg war ja, dass die gleichen Großkonzerne und übrigens auch die gleichen Manager in den Großkonzernen weitergemacht haben, die auch schon im Dritten Reich oder zur Weimarer Republik das Sagen hatte. Mhm. Und das musste jetzt aber irgendwie verdeckt werden, dass da eine bruchlose personelle und ökonomische Kontinuität herrschte. Mhm. Und deswegen hat man dann den schönen Begriff der sozialen Marktwirtschaft erfunden. Mhm. Aber mit der Realität hatte das alles überhaupt nichts zu tun. Also das Soziale ist die scheinbare gesetzliche Einhegung eines kapitalistischen Systems. Und was ich jetzt neulich von dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratscher, gehört habe, ist, naja, wir müssen einfach nur ein bisschen mehr Gesetze hier und da schaffen und dann können wir schon alles ein bisschen einhegen. Aber das ist ja Ihrer Meinung nach nicht der große Wurf, oder? Nee, natürlich nicht. Also diese Idee, ja, wir reformieren ein bisschen und dann machen wir ein bisschen Klimaschutz und dann warten wir alle ganz lange, bis wir aus der Kohle aussteigen und so weiter. Mhm. Das funktioniert nicht. Also weil ich glaube, das Drama ist noch nicht verstanden, dass sich ja in dieser Feststellung ausdrückt, dass wir jetzt in Deutschland schon 3 Planeten verbrauchen und demnächst 6. Das heißt, wir stehen kurz vor dem Kollaps des Gesamtsystems, weil wir ja nicht nur ein Klimaproblem haben. Das ist ja auch, gehört ja auch dazu, dass man das immer nur auf dieses eine Thema reduziert. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass der Klimawandel nicht absolut dramatisch wäre. Mhm. Er ist dramatisch. Mhm. Aber wir zerstören ja nicht nur die Atmosphäre, wir zerstören hier gerade alles. Mhm. Nicht? Also das Grundwasser ist belastet, die Arten sterben, in den Weltmeeren gondeln riesige Flächen von Plastikmüll umher. Mhm. Also egal, wo man hinguckt, es geht so nicht weiter. Ja, und das wird aber kollektiv verdrängt. Ne? Ja, vermutlich wird es auch weiterhin nicht nur kollektiv verdrängt, sondern am 20.09., wenn das sogenannte Klimakabinett seine neuen Entwürfe zur Abwendung dieses Dramas vorlegen wird, wird wahrscheinlich auch ein Verdrängungspapier herauskommen. Das bringt jetzt nichts, da Politikerschelte zu betreiben, denn das ist eine Reaktion auf die Realität. Ja. Es gibt im Augenblick kein Konzept, und zwar auch nicht von den Kritikern, wie man aus dem Wachstum aussteigen kann, ohne dass man eine Wirtschaftskrise produziert, die dann dazu führt, dass Millionen arbeitslos sind und kein Einkommen haben. So, und wenn man diese Frage nicht beantworten kann, dann hat die Politik auch gar keine Option. Dann kann nur Symbolpolitik rauskommen. Ja. In Zeiten der AfD ist es ganz gefährlich, wenn jetzt auch von links Politikerbashing gemacht wird. Diese Freude sollte man sich nicht gönnen. Also die Lösung kommt dann von der Wissenschaft oder was wäre Ihr Vorschlag? Ja, die müsste eigentlich von den Volkswirten kommen, aber die haben ja leider die falsche Theorie. Ne? So, dass na dann warten wir jetzt wirklich auf Ihr Buch und auf das Buch von Christian Felber in der Hoffnung, da kommt ein bisschen Wind und ein bisschen Schwung rein in diese Volkswirtschaft. Also ich glaube ja immer noch, also wenn es jetzt um mein eigenes Buch geht, man muss ja das System verstehen, aus dem man kommt, wenn man es reformieren will. Mhm. Und das ist aber auch noch ein zusätzliches Problem, dass ganz viele Leute sich ja das auch die vergangenen 70 Jahre Wirtschaftsgeschichte in Deutschland völlig falsch vorstellen. Mhm. Nicht? Also dachte ich, ich muss nochmal ein Buch schreiben, um zu erklären, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt stehen. Aber das nächste Buch, das mache ich dann tatsächlich zum Thema Klimawandel und Wachstum und wie kommt man da raus. Ja. Oh ja, bitte schnell, Frau Herrmann. Aber sagen Sie uns bitte nochmal den Titel des jetzt zu lesenden Buches. Das jetzige Buch heißt Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Mhm. Warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind. Also kriegen wir erstmal eine Märchengeschichte und dann mit dem nächsten Buch kriegen wir dann die harten Facts, wie wir es machen müssen. Das ist jetzt nur reine Hypothese. Wie gesagt, das muss man ja jetzt erst nochmal recherchieren. Mhm. Aber ich glaube, dass man für die Zukunft wirklich von der Vergangenheit lernen kann. Mhm. Also ich glaube, um das jetzt mal ungeschützt zu sagen, dass wir die Umweltkatastrophe nur in den Griff kriegen, wenn wir uns von der Marktwirtschaft verabschieden, also auch vom Preismechanismus, das muss einem klar sein, und man letztlich in ein System zurückkehrt, das die Briten im Zweiten Weltkrieg angewandt haben, um gegen Hitler zu bestehen. Nämlich welches? Ja, das ist Rationierung. Rationierung dann auf Gutscheinen. Staatliche Verteilung. Mhm. Ja, also die Briten haben nicht gehungert im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und auch jetzt müsste ja niemand hungern, wenn man aus dem Kapitalismus aussteigt. Eigentlich reicht es ja für alle. Mhm. Aber die Alternative zum Kapitalismus ist wahrscheinlich Rationierung.
Sie können sich vorstellen, wie undenkbar das in Deutschland ist, ne? Weil ja die soziale Marktwirtschaft ist ja sozusagen das hehre Ziel. Ja. Aber genau deswegen ist ja so wichtig zu wissen, okay, was war die soziale Marktwirtschaft eigentlich, wenn man dann den Umstieg in das nächste System schaffen will, ne? Gut, das muss jetzt erstmal verdaut werden, Ulrike Herrmann. Rationierung, ja, vielleicht ja, genau, im Verzicht zu leben und rationiert zu leben, aber alle Grundbedürfnisse gedeckt zu haben. Genau, also an dem Verzicht, nicht, wird kein Weg vorbeiführen. Genau. Also das ist völlig, aus meiner Sicht völlig offensichtlich. Liebe Ulrike Herrmann, ganz herzlichen Dank. Tschüss, tschüss nach Berlin. Tschüss. Tschüss. In unserer Sendung können wir auf ein zweites wichtiges Buch aufmerksam machen, noch dazu auf eines, das punktgenau heute erschienen ist. Sein Titel: This is not Economy – Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Sein Autor: Christian Felber. Und Christian Felber ist uns jetzt live zugeschaltet. Herzlich willkommen in der Sendung, Christian. Guten Abend nach München. Hallo. Hallo, servus. Christian, bevor wir über die Kritik an der Gemeinwohlökonomie und über dein neues Buch sprechen, möchte ich vorher nochmal aufgreifen, was Ulrike Herrmann zur Gemeinwohlbilanz der TAZ gesagt hat. Sie meinte, für die TAZ gäbe es keine Notwendigkeit, eine zweite Gemeinwohlbilanz zu erstellen, weil sich das Geschäftsmodell der Zeitung nicht geändert habe und es daher keinen Sinn mache, alle 2 Jahre das Gleiche zu zertifizieren. Wie siehst du das und wie steht die Gemeinwohlökonomie dazu? Naja, das hängt davon ab, wie interessant die ethischen Kennzahlen für die verschiedenen Betroffenen eines Unternehmens sind. Derzeit sind die finanziellen Zahlen sehr interessant und deshalb erstellen Unternehmen Jahr für Jahr eine Finanzbilanz, auch wenn sich das Geschäftsmodell nicht ändert, weil einfach die jährlichen, die aktuellen Finanzzahlen für verschiedenste Anspruchsgruppen von höchstem Interesse sind. Deshalb hat der Gesetzgeber alle größeren Unternehmen sogar verpflichtet, jährlich eine Finanzbilanz zu erstellen, damit immer alle die aktuellen Daten verfügbar haben. Und noch sind wir halt noch nicht in der gleichen Gewohnheit, auch jedes Jahr die ethischen Daten und Informationen verfügbar zu haben. Aber das Interesse daran ist im Wachsen. Und ab dem Tag, ab dem der Gesetzgeber die Unternehmen gleichermaßen verpflichten wird, auch die Informationen zu den Beschäftigungsverhältnissen, zur Arbeitszufriedenheit, zu den Umweltauswirkungen, zum ökologischen Fußabdruck, zur Klimawirkung und so weiter und so fort zu veröffentlichen, dann wird das genauso selbstverständlich in Fleisch und Blut übergehen, wie die heute gar nicht mehr wahrgenommene Pflicht, eine Finanzbilanz jedes Jahr zu erstellen. Christian, lass uns über die Kritik an der Gemeinwohlökonomie sprechen generell. Diese ist ja sehr vielfältig. Sie reicht vom Vorwurf, die Gemeinwohlökonomie würde stark auf Ordnungspolitik setzen und hätte daher sozialistische oder sogar kommunistische Züge, bis hin zur enttäuschten Feststellung, sie sei zu marktkonform und könne daher den notwendigen Wandel zu einer sozialökologischen Wirtschaft nicht leisten. Was sagst du dazu? Naja, vielleicht schauen wir uns zuerst das Argument mit der Ordnungspolitik an, weil da muss ich immer hell auflachen, weil die Marktwirtschaft ist Ordnungspolitik und insbesondere die gegenwärtige kapitalistische Marktwirtschaft ist pure Ordnungspolitik. Das letzte große Weiterentwicklungsstück der Marktwirtschaft ist das Handelsabkommen zwischen Kanada und der EU. Das sind 1598 Seiten verbindliches und einklagbares Völkerrecht, also Ordnungspolitik. Und ich hätte dieses Abkommen am liebsten gar nicht. Damit würden wir uns 1600 Seiten Ordnungspolitik ersparen. So betrachtet möchte ich einmal deutlich weniger Ordnungspolitik. Aber dahinter ist ja ein Trick. Und der Trick ist, und das knüpft schon ein bisschen an das an, was Ulrike Herrmann zum Schluss über die neoklassische Wirtschaftswissenschaft gesagt hat, die Mainstream-Ökonomen, die tun so, als wären die Märkte ein Naturphänomen und sie blenden damit aus, dass die Märkte ja selbst eine ordnungspolitische Einrichtung des Staates innerhalb des Gesellschaftsvertrages sind. Und gleichzeitig verteufeln sie den Staat und jede staatliche angebliche Einmischung in diese Märkte, obwohl die Märkte selbst vom Staat geschaffen wurden. Und durch die Errichtung eines Schwarz-Weiß-Gemäldes die guten, natürlichen, effizienten und gerechten Märkte auf der einen Seite, frei von jeder Ordnungspolitik, und auf der anderen Seite der böse, künstliche, ineffiziente und dadurch auch ungerechte Staat mit seinen ordnungspolitischen Ansinnen,
Das ist ein völlig künstliches und falsches Konstrukt, aber es ermöglicht bestimmte Politiken, die man nicht möchte, wie zum Beispiel ökologische Grenzen für die Märkte oder Mindestlöhne oder Arbeitszeiten, also ordnungspolitische Maßnahmen, die der großen Mehrheit der Menschen nützen, würde ich sagen, die abzulehnen und zu verteufeln als staatliche oder einen Schritt weiter als sozialistische Ordnungspolitik, während hingegen diejenigen ordnungspolitischen Regulierungen bis hin zu völkerrechtlichen Abkommen, von der Schutz des Privateigentums über die Einrichtung bestimmter Unternehmensrechtsformen mit ihren Rechten und Freiheiten, freier Kapitalverkehr, Freihandel, alles Ordnungspolitik. Das wird als natürlich hingestellt, das wird nie als Regulierung, das wird nie als Intervention oder Einmischung und auch nie als Ordnungspolitik bezeichnet. Das wird immer so als natürlich, selbstverständlich und normal hingestellt. Aber letztlich ist es einfach nur ein rhetorischer Trick, diejenigen Maßnahmen, die man nicht möchte, abzuwehren und diejenigen Maßnahmen, die man möchte, zu legitimieren. Und wie reagierst du oder was sagst du auf die Kritik aus der eher linkeren Ecke, die da sagt, die Gemeinwohlökonomie sei viel zu marktkonform? Darauf antworte ich, dass Märkte nicht von Natur aus definiert sind, außer dass arbeitsteilig gewirtschaftet wird. Also Märkte sind sozusagen das Gegenstück zur reinen Selbstversorgung. In dem Moment, wo wir nicht mehr alles selbst erzeugen, müssen wir in irgendeine Form des Austausches gehen und so entstehen Märkte vom Bauernmarkt beginnend bis zum Weltmarkt. Und jetzt gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Märkte designt werden können. Und bisher waren Märkte in der Geschichte überwiegend als kapitalistische Märkte designt, mit all ihren Grausamkeiten, die ich gemeinsam mit der Linken, aber auch mit anderen auf vielen Seiten kritisiert habe. Aber vielleicht ist der Unterschied, dass ich sage, das muss nicht so sein. Märkte können als Begegnungsräume von Menschen auch anders designt werden, so dass eben zum Beispiel menschliche Tugend positiv angereizt werden, dass Finanzspekulation nicht möglich ist und nur realwirtschaftliche Vorgänge erlaubt sind oder dass eben Unternehmen nicht so designt werden, wie es in den betriebs- und auch volkswirtschaftlichen Lehrbüchern steht, nämlich dass es mehr oder weniger rechtliche Konstrukte zur Maximierung von Gewinnen sind, was ich als absurd betrachte, sondern dass das Organisationsformen zur Mehrung des Gemeinwohls sind. Das sind alles Fragen und auch alles andere, ob es zum Beispiel, ob die ökologischen Güter knapp gehandelt werden oder ob so getan wird, als gäbe sie in unendlicher Fülle. All das sind Designelemente des Marktes und grundsätzlich ist mein Argument, kann man Märkte auch sozial, human, demokratisch und nachhaltig gestalten. Vielleicht ein letztes, Märkte sind nicht alles und da stimme ich mit den Marktkritikerinnen überein. Ich sehe mindestens vier Orte des Wirtschaftens, das ist eben die Selbstversorgung, das sind Gemeinschaftsgüter oder Commons oder Almenden, das sind öffentliche Güter und Dienstleistungen und das sind Märkte. Also Märkte sind, anders gesagt, ein Ort des Wirtschaftens von vieren, aber ganz sicher nicht alles. Christian, ich möchte noch mal kurz zurück zum Interview mit Ulrike Herrmann, wo sie gesagt hat, die Gemeinwohlbilanzierung sei zwar auf der betriebswirtschaftlichen, also auf der mikroökonomischen Ebene, ein wichtiges politisches Signal, das man unterstützen müsse, aber eben leider auch nicht mehr. Sie würde mit ihrem Werkzeug der Gemeinwohlbilanz unzureichenderweise davon ausgehen, dass die Summe aller Unternehmen das gleiche sei wie die gesamte Volkswirtschaft. Sitzen wir da tatsächlich einem Irrtum auf und bringen Betriebs- und Volkswirtschaft durcheinander? Ich würde eher sagen, dass hier die ganze Gemeinwohlökonomie nicht bekannt sein dürfte, weil natürlich ist die Gemeinwohlbilanz für Unternehmen und auch, ich sage es gleich dazu, die Gemeinwohlevaluierung für Investitionen, das sind zwei Vorschläge und Instrumente auf der individuellen Ebene oder auf der mikroökonomischen Ebene, aber alle anderen Grundbausteine der Gemeinwohlökonomie befinden sich auf der makroökonomischen Ebene. Das heißt, ich glaube, Ulrike Herrmann verkürzt hier die Gemeinwohlökonomie auf die einzigen beiden mikroökonomischen Bausteine. Und ich bin ja eher berüchtigt dafür, dass ich viel zu viele makroökonomische und systemische Ideen, die sehr viel schwieriger umzusetzen sind. Ich glaube, das liegt daran, dass das allgemeine Publikum dann diejenigen meiner Vorschläge herausgreift, die etwas leichter und kurzfristiger umzusetzen sind, weil sie eben von Unternehmen oder auch Schulen und Gemeinden selbst direkt umgesetzt werden können. Eine ökologische Steuerreform, und dann gehe ich auch ein gleich bisschen auf die systemische Transition und den berühmten Übergang ein,
ich kann mich erinnern, vor genau 30 Jahren, als ich politisch sozialisiert wurde in Österreich, gab es einen wissenschaftlichen Konsens, dass eine Ökologisierung des Steuersystems sowohl eine positive soziale Wirkung, sprich mehr Arbeitsplätze, als auch eine positive ökologische Wirkung, sprich die absolute Reduktion des Naturverbrauchs mit sich bringen würde. Mhm. Und was wurde vor 30 Jahren vorgeschlagen? Dass fossile Energieträger und auch andere Naturressourcen jährlich um 5% verteuert werden sollen. Mhm. Das ist ein Szenario, das sich nach 3 Jahren gar nicht auswirkt, aber nach 30 Jahren umso so kraftvoller. Und was würde da passieren, anstatt dieses schlagartigen Übergangs, den natürlich niemand vorschlagen kann innerhalb des derzeitigen politischen Systems, auch da bin ich bei ihr, würde in so einem 30-jährigen Übergangszeitraum, würden einfach die Märkte andere Signale setzen. Sie würden an die SUV-Hersteller, an die Kohlekraftwerke und an die Schweröl-Dieseldampfer die Signale senden, in 5 Jahren seid ihr nicht mehr rentabel, mhm. aber der öffentliche Verkehr und die erneuerbaren Energien und die Biolandwirtschaft, die würde umso wettbewerbsfähiger in 5 Jahren. Und so käme es zu keinem Zusammenbruch, sondern es käme zu einem langsamen, planbaren, berechenbaren und auch machbaren Shift oder eben Übergang von den naturverschmutzenden zu den nachhaltigeren Wirtschaftsformen. Und das natürlich auch würde das Ausmaß des globalen Wirtschaftsanteils oder des Welthandels zurückgehen, weil die Transporte einfach nicht darstellbar sind und die gegenwärtige extreme Form der Arbeitsteilung auch nicht mehr darstellbar wäre, nämlich betriebswirtschaftlich rentabel, sondern es würde zu einer stärkeren Regionalisierung kommen. Und von daher, dieses Szenario gab es schon vor 30 Jahren, möchte ich da schon der Ulrike Herrmann widersprechen. Der Unterschied ist, dass so ein Szenario, obwohl es in der Wissenschaft, ich wiederhole es nochmal, Konsens dazu gab, in Österreich wurde es politisch nicht beschlossen, weil der größte Mineralölkonzern und der größte Stromkonzern Österreichs mächtiger waren als die gesamte wissenschaftliche Community. Das heißt, es ist ein Demokratieproblem. Wenn man die Bevölkerung hier über solche inhaltlichen Modelle, wie man die Energieversorgung umgestalten könnte, aber dann auch größer, wie man das Geld- und Finanzsystem umgestalten könnte oder auch die Wirtschaftsordnung, dann bin ich überzeugt davon, gäbe es in der Bevölkerung Mehrheiten für schonende Übergänge. Das Problem ist, wir haben solche politischen Entscheidungen nicht. Wir sind immer noch in der Parteiendemokratie und wir können nur alle 4 Jahre ein Kreuzchen vor eine Partei machen. Und da sind solche viel, viel differenzierteren und sinnvolleren Weichenstellungen und Grundsatzentscheidungen leider immer noch nicht möglich. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem, aber nicht, dass es keine Übergangsszenarien gäbe. Christian, magst du bitte noch mal kurz auf die makroökonomischen Hebel der Gemeinwohlökonomie eingehen? Das, was ich jetzt begonnen habe zu beschreiben, die Ökologisierung des Steuersystems, ist ein makroökonomischer Hebel. Seit 20 Jahren schreibe ich, dass der Anteil der ökologierelevanten Steuern, der derzeit im Durchschnitt der Europäischen Union bei ungefähr 5% liegt, vielleicht bei 7% in einigen Ländern, der müsste nach Berechnungen, die es auch schon 30 Jahre gibt, bei mindestens 50% liegen. Das heißt, wir müssten die Steuerlast vom Faktor Arbeit herunternehmen, was ja auch vielen zugute käme, und massiv auf den Faktor Naturverbrauch hinüberwälzen. Und dann würde der Produktivitätsbegriff sich wandeln. Das heißt, die Unternehmen würden nicht mehr versuchen, auf Teufel komm raus, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und damit auch Arbeitsplätze einzusparen, sondern sie würden mit gleicher Kreativität und mit gleichem Bemühen versuchen, die Ressourcenproduktivität zu erhöhen. Das wäre ein makroökonomischer, volkswirtschaftlicher Steuerungshebel. Das andere sind meine berühmten negativen Rückkoppelungsmechanismen, die ich bin ein Systemtheoretiker, von daher finde ich das etwas schade, mich als Betriebswirten zu verkennen. Und die negativen Rückkoppelungen, die besagen, wenn sich eine Tendenz ergibt, die sich von selbst aufschaukelt, zum Beispiel, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen nicht die gleichen Chancengleichheit haben wie die Reichen und dadurch die gesellschaftliche Schere sich öffnet, dann ist das der Tatbestand einer positiven Rückkoppelung. Das ist begrifflich ein bisschen verwirrend, weil eine positive Rückkoppelung, das heißt eine Selbstverstärkung, führt zum Kollaps jedes Systems. Das ist Common Sense in der Systemtheorie. Die Lösung wären negative Rückkoppelungen, sprich ausgleichende, dämpfende Gegenmaßnahmen. Und das schlage ich zum Beispiel vor, dass das erste Einkommen und der erste Arbeitsplatz oder die Unternehmensgründung, die sollen vereinfacht und positiv auch gefördert werden.
Aber je größer, reicher und mächtiger jemand wird, desto schwerer soll das werden, bis zu einer absoluten Obergrenze. Das heißt, dass es möglich ist, ein paar Millionen zu erwerben und zu erwirtschaften, aber nicht eine Milliarde zum Beispiel. Oder dass eine Bank eine überregionale Bank werden darf, aber ihre Bilanzsumme darf nicht größer werden als Hausnummer 25 Milliarden Euro. Nur um zwei Beispiele zu nennen, dass ich mir da ganz viele systemische Gedanken mache. Ja. Jetzt kennen wir noch ein drittes, was lustigerweise an den allerletzten Vorschlag von der Ulrike Herrmann direkt anknüpft, an die Rationierung in Großbritannien. Das fand ich ja einerseits interessant, aber andererseits widersprüchlich, weil wenn sie zuerst richtigerweise analysiert, dass man die VW-Beschäftigten mitnehmen muss, sonst hat man politisch keine Chance, dann kann sie nicht im nächsten Atemzug sagen, dass man aus der Marktwirtschaft aussteigen und zu einem Rationierungsmodell überwechseln soll, auch wenn es inhaltlich richtig ist. Ich habe da inhaltlich nichts dagegen, nur das widerspricht sich strategisch. Ich finde, man soll ihren Vorschlag diskutieren, weil er inhaltlich interessant ist. Und ich habe einen ganz ähnlichen Vorschlag gemacht mit den ökologischen Menschenrechten. Ja. Und die ökologischen Menschenrechte wären sozusagen eine Rationierung dessen, was der Planet Erde der Menschheit anbietet, jährlich und erneuerbar an Naturressourcen. Das wird pro Kopf auf alle Menschen gleich verteilt. Und über die ökologische Bepreisung von allen Gütern und Dienstleistungen, die dem Markt vermittelt werden, hat jeder Mensch ein Jahresverbrauchsbudget. Das ist ein ökologisches Konto. Konto sozusagen. Also ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil die Zeit nicht da ist. Ja, aber genau. Sozusagen die Überlegung ist, und wenn die Wirtschaftswissenschaft tatsächlich die Wissenschaft vom effizienten Management knapper Ressourcen wäre, dann wäre doch der allererste Gedanke einer ganzheitlich verstandenen Wirtschaftswissenschaft, hoppala, die Klimastabilität ist knapp, die Stabilität der Artenvielfalt ist knapp und sauberes Trinkwasser für alle Menschen ist knapp. Das heißt, hier müssen wir eine Rationierung ansetzen, sei das nach Ulrike Herrmanns Modell oder sei das in Form der ökologischen Menschenrechte. Aber erst wenn wir diese Knappheitsgrenze in das Marktdesign einziehen, erst dann können auch jetzt wieder zurückkommend auf die Ausgangsfrage Märkte eine ökologische Wirkung entfalten. Also man kann grundsätzlich die Marktkräfte für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaft nützen. Das ist vielleicht der Unterschied der Gemeinwohlökonomie zu bisherigen Vorstellungen der Marktwirtschaft. Nun zu deinem Buch, Christian. Das ist ja heute erschienen. Das trägt den Untertitel Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Ins gleiche Horn hat ja vorhin auch Ulrike Herrmann etwas geblasen und gemeint, die Wirtschaftswissenschaft folge der falschen Theorie, nämlich der sogenannten Neoklassik und könne nur mathematisch linear, aber nicht dynamisch denken. Sie müsse daher von Grund auf umgedacht werden. Was ist deine Kritik an der herrschenden Wirtschaftslehre und was schlägst du vor? Ich habe gerade als Zusammenfassung meines Buches die Liste der Todsünden, also wirklich der schwerwiegenden Kritikpunkte, angefertigt und es ging nicht unter 30. Oh, Wahnsinn. Und die stelle ich ins Netz und die kann sich jeder frei herunterladen und in Ruhe durchlesen. Was ist das Allerwesentlichste? Vielleicht greife ich eine Kombination aus zwei oder höchstens drei Kritikpunkten heraus. Das erste wäre, dass die Neoklassik, die ja Ulrike Herrmann schon trefflich kritisiert hat, die heißt ja so, weil es davor die Klassik gab. Und in der Klassik hieß die Wirtschaftswissenschaft noch politische Ökonomie. Und das macht viel mehr Sinn, weil die Ökonomie, die bezieht sich ja nur auf das Oikos. Und das Oikos im Altgriechischen ist ja nur der Haushalt und konkret gemeint war ein Bauernhof, der sich selbst versorgt, der autark ist und sich nicht auf dem Markt beteiligt und nicht handelt. Das ist sehr kurios, weil das ist natürlich eine sehr einfache Urform, mag sehr nachhaltig sein, aber wenn man die Betrachtung auf das gesamte Staatswesen ausweitet und eben auf Märkte ausweitet, dann muss man die Polis reinnehmen. Das ist eben die größere politische Einheit. Und deshalb wurde ja die reine Ökonomie von Aristoteles dann bei den Klassikern von Adam Smith bis John Stuart Mill auf politische Ökonomie ausgeweitet. Und die Neoklassik hat dann Ende des 19. Jahrhunderts das Ganze wieder auf die reine Ökonomik reduziert. Was vollkommen absurd ist, weil sich ja die Neoklassik nicht mit Subsistenzlandwirtschaft beschäftigt, sondern eigentlich mit Physik. Das ist sozusagen der große Sündenfall. Die Neoklassik wollte von Politik nichts wissen. Ja. Sie tut, als könnte man die Wirtschaft von der Politik trennen, was eine Illusion ist und auch ein ideologischer Trick. Und sie wollte sich auch gleichzeitig von der Ethik trennen, obwohl wirtschaftliche Fragestellungen und wirtschaftspolitische Fragestellungen
immer gleichzeitig ethische Fragestellungen sind. Mhm. Das sieht man an der Verteilungsproblematik, das sieht man an der Klimaproblematik, das sieht man an der Problematik, wie Finanzmärkte konstruiert werden sollen und welche Funktion Geld haben soll. Das sind alles normative Fragestellungen. Darum ist der Versuch, die Wirtschaftswissenschaft frei von normativen Fragestellungen, von Ethik und von Politik zu machen, das ist ein Sündenfall. Und der muss rückgängig gemacht werden. Und die Wirtschaftswissenschaft ist keine Physik, sondern das ist eine Sozialwissenschaft. Und die muss sich wieder verbinden mit der Ethik, die muss sich wieder verbinden mit der Demokratietheorie und die muss sich wieder verbinden mit der Ökologie. Also muss eine ganzheitliche Wissenschaft werden. Ja, und das ist sozusagen in ganz kurzen Strichen das Buch. Es blickt zurück auf die Wurzeln und es blickt voraus in die Zukunft, wie dieser Zweig, vielleicht das noch als ein Bild, was sich noch ausgeht. Ein Wissenschaftszweig heißt ja deshalb Zweig, weil er Teil eines Wissenschaftsbaumes ist. Und wenn die Ökonomik jetzt ein Wissenschaftszweig ist, dann fragt man, wie heißt denn der Baum? Der Ast. Oder ja, der genau. Ast, genau, ja. Der Ast sind die Sozialwissenschaften. Das ist wichtig, weil die Wirtschaftswissenschaft ist keine Naturwissenschaft und deshalb gibt es auch keine Marktgesetze, weil Märkte können so funktionieren oder anders, je nachdem mit welchen Institutionen und nach welchen Regeln und nach welchen Werten sie designt werden. Diese naturwissenschaftliche Ökonomik, die tut so, als wären Märkte Naturphänomene und würden auf eine ganz bestimmte Weise funktionieren und die Wirtschaftswissenschaftler untersuchen nur diese Naturphänomene und finden dann Naturgesetze heraus, die sie Marktgesetze nennen. Das ist eine furchtbare ideologische Verirrung. Der Ast, aus dem der Zweig der Wirtschaftswissenschaft treibt, ist der Ast der Sozialwissenschaften. Das gesamte Wirtschaftsgeschehen ist kulturell erbaut und sozial konstruiert und politisch gestaltet. Der Wissenschaftsbaum, aus dem der Ast der Sozialwissenschaft herauskommt, das ist die Universalwissenschaft. Das ist sozusagen das Ganze aller Wissenschaftsdisziplinen. Das wäre sozusagen auch mein Lösungsvorschlag. Nicht nur Wirtschaftsstudierende, sondern alle, die jemals irgendetwas studieren, sollten im ersten Studienabschnitt den ganzen Baum der Wissenschaft, die Universalwissenschaft, kennenlernen, um da einen Überblick zu haben, um zu wissen, was es da alles gibt, welche wissenschaftstheoretischen Erkenntnisse über das Wissenschaftsgeschehen gibt, auch welche wissenschaftsethischen Grundsätze für alle Wissenschaftsdisziplinen gelten sollen. Und dann können Sie sich in den zweiten und dritten Abschnitten, also der zweite Abschnitt wäre der Ast und der dritte Abschnitt wäre der Zweig. Dann gibt es immer noch eine Wirtschaftswissenschaft, aber diese gewaltige Verirrung, die die Wirtschaftswissenschaft in Gestalt der Neoklassik genommen hat, die wäre dann nicht mehr möglich, sondern es wäre eine verbundene Wissenschaft. Sie wäre verbunden mit der Ethik, mit der Ökologie und sie würde Natur- und Sozialwissenschaften zusammen betrachten, aber nicht in Form einer Illusion, sondern im Sinne einer sinnvollen Ganzheitlichkeit. Das wäre ein holistischerer Ansatz. Christian, am 24. Oktober bist du in München in der Hochschule für Philosophie. Du wirst dein Buch da vorstellen. Ich bin schon wahnsinnig neugierig. Ich hoffe, die Buchläden werden jetzt gestürmt. Ab heute ist es im Buchhandel zu erhalten. Danke für deine Einblicke jetzt in dein neues Werk. Hoffentlich lesen es viele, weil wir brauchen ja dringend in der Wirtschaftswissenschaft, wie Ulrike Herrmann auch sagte, den Umschwung und den Wandel. Genau, und für die, die kein ganzes Buch schaffen, gibt es ab morgen die 12-seitige Zusammenfassung auf der Webseite This is not economy. Und ja, und auf einige von euch freue ich mich dann am 24. Oktober in München. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst. Vielen Dank. Sehr gerne. Schönen Abend noch. Dir danke. Auch. Mach's danke. Gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Am Mikrofon verabschieden sich Reinhard Schwarz und Andrea Behm zum Gemeinwohl.